Meine Installation, die Gewissheit beschreibt eine tote Hoffnung, besteht aus mehreren Glaskugellampen, wie man hier sehen kann, die mit Wachs gefüllt sind und in die ganz normale Glühbirne hineingeschraubt wurden. Und durch die Hitze der Glühbirne schmilzt das Wachs und tropft herunter auf die Spiegelflächen, die ich ausgelegt habe. Damit entsteht eine Mikrolandschaft, die wie ein Blumenbouquet den Stalaktiten an den Kugeln entgegenwächst. Gleichzeitig fangen die Spiegel den gesamten Raum ein. Wir haben hier ein Skelett, wir haben einen alten Meister von Peter Sion und wir haben einen Narwalzahn und weitere Objekte, die als Vanitas-Symbole klassisch gelten. Die werden alle eingefangen durch die Spiegelfläche zentral von den Lampen, kombiniert mit einer Videoinstallation, und dadurch entsteht ein dreidimensionales, begehbares Vanitas-Gemälde. Ich stehe hier vor meiner Arbeit Bread aus der Serie Basic Needs, und dieses Brot besteht komplett aus Beton. Es ist mit über 3000 Swarovski-Steinen beklebt, die ich alle einzeln mit der Pinzette draufgesetzt habe. In dem steckt ein Brotmesser, das ist 24 Karat echt vergoldet. Und in der Welt essen die Leute heutzutage, in unserer Welt, immer weniger Brot oder nur noch als kleines Häppchen. In anderen Teilen ist Brot ein absolutes Luxusgut und so luxuriös, als wäre es mit Diamanten bestückt. Das ist das erste Stück aus der Serie Basic Needs. Es folgt noch Potato, Water, Milk. Die werden in den nächsten Ausstellungen gezeigt. Hier stehen wir vor der Arbeit von Jan Kuck. Jan Kuck ist eben Konzeptkünstler. Und das Interessante an dieser Arbeit ist wirklich, wie der Jan da hingekommen ist. Er ist 2003 stand er hat sich die Künstlergalerien in Berlin sehr viel damit befasst. Er hat eigentlich Philosophie studiert. Er stand 2003 in der Galerie und hat eine Gießkanne gesehen, das war ein Ready-Made. Fand das so wahnsinnig langweilig, dass er gesagt hat, okay, man könnte eigentlich auch ein Kantholz in die Mitte eines Raumes stellen und das Ganze nach Kant benennen. Das ist das Numinon von Kant, das Ding an sich. Das Ding an sich ist laut Kant etwas, was man eigentlich nicht begreifen kann. Man kann es nicht ganz erklären, was das Ding an sich ist. Hier sehen wir zum Beispiel einen Betonsockel. Der Betonsockel ist gar kein Betonsockel. Das ist wirklich nur so dünn gegossener Beton. Das Kantholz, das in dem Betonsockel steckt, ist kein Kantholz. Es ist ein weißes Holz, was angemalt ist. Und das Brennen, was wir hier raussehen, ist auch kein Brennen, das sind LEDs. Also das Ding, was ich hier vor mir sehe, ist überhaupt gar nicht das Ding an sich. Die Installation ist von Victor Alalouf und heißt Tight Hands. Das symbolisiert einen Körper, der oben zusammenläuft. Diese Strings, die wir da sehen, oder die Bänder, die wir da sehen, sind die Nervenstränge, die unten hinlaufen zu dem Knochengerüst. Die interessante Geschichte bei Victor ist, dass er sehr viel mit seiner Materialität arbeitet und die Schnelligkeit im Leben versucht rauszunehmen. Jeder einzelne Knochen ist mit einem einzigen Cast geformt und es sind 125 Knochen. Diese Knochen dauern eine halbe Stunde, gefertigt zu werden. Das heißt, diese Arbeit ist entstanden 125 mal 30 Minuten. Aus dieser Arbeit ist dann eine ganz andere Arbeit noch entstanden. Es ist ein Diptych von Victor. Das Alte und das Neue wird verbunden und das ist genau das, was wir hier auch in der Galerie Bernheimer machen. Victor, you want to talk about your own work? We are in front of a Bleeding Thorn. This work is a work made of ink on paper. And the work tried to tie my background as a Jewish and Christian. I grew up in South America,
One of the important part of the work is the box. The idea is a microcosmos into a box. And the second part, very important of this work, is the wire inside. All my works are made of stuff I found in a flea market, in the street, or somewhere I visit. And in this case, is the wire, the rusted wire inside. It belongs from a fence who used to connect Palestine and Israel. This work is not a political work. This work shows a reality, a very difficult reality for me. And the only thing I would like with this work is the public to connect with it and decide in which side they want to be, and to try to relate what I feel with it.